Willkommen zurück zu The Cave. Wir haben von der Abenteuerin die Suche nach dem Sarkophag begonnen, hatten ihn gefunden und gleichzeitig wieder verloren. Wir sind interessanterweise etwas zurückgeworfen worden. Ich musste erst wieder zurück und hier mit allen dreien drauf latschen. Aber der Blick in die Vergangenheit wurde mir erspart, interessanterweise. Gut, ich würde sagen, das ist ein interessanter Raum. Können wir irgendwas hier machen? Das riecht so schon danach, aber so richtig? Gerade die Teile? Gehen wir aber mal ausgehen hin und stellen die alle mal dahin. Vielleicht. Nee. Also es wird auch nichts hervorgehoben. Deswegen würde ich sagen, wir gehen einfach nach oben und raus. Oder wo auch immer uns das führt. Okay, die beiden Kollegen folgen mir aktuell noch. Ja, jetzt kommen sie. Okay, also haben wir da nichts mehr zu tun. Ansonsten, ich habe immer noch Gegenstände bei mir, die wir vermutlich überhaupt nicht mehr brauchen. Beziehungsweise, ich habe nie verstanden, warum wir diese die Dose voll Bohnen brauchten. Wir haben hier zwei Schalter. Drei Schalter. Gate Switch, Gate Switch, Gate Switch. Alles klar, wir wollen aber erstmal gucken, was hier unten sich befindet. Okay, ein Grab. Ein ausgehobenes Grab vor allem schon. Kurz was gucken? Nee. Habe ich mich verguckt? So. Hier geht's schön runter, aber warum sollten wir hier nach unten gehen? Oho, was anderes. Das ist interessant. Wir können es uns aber auch wirklich nicht angucken. Das sieht ein bisschen aus für die Zwillinge. Das ist das erste Mal, dass wir auf Bauwau oder ähnliches liegt da. Den wollen wir vermutlich nicht zu nahe kommen. Deswegen gehen wir erstmal weiter. Das sieht aus wie das Symbol für die Zwillinge. Problem ist halt nur, Zwillinge werden uns nicht sonderlich viel bringen, denn die haben wir nicht. Das ist sehr, sehr umfangreich, was wir hier machen könnten. Also richtig? Hier unten sind wir in den Abwasser. Steamwerf, hi! Kommen wir hier rüber? Ja, ohne Probleme. Ich gucke wirklich mal so weit, wie wir gehen können. Und werde dann einen der anderen beiden Hampfeldampfels nehmen. Obwohl, ich brauche ja alle drei oben. Ja, stimmt. Das ist aber erstmal nicht so schlimm. Das Ganze sieht auf jeden Fall so ein bisschen futuristischer aus hier. Da habe ich schon wieder drei Gate-Switches. Und hier können wir theoretisch sogar schon weitergehen. Ah! Dachte, den Sprung schafft sie. Schafft sie nicht, nee. Also von hier können wir jedenfalls nicht da hoch. Ich würde sagen, wir gehen trotzdem mal ganz kurz nochmal weiter. Denn wir können es machen, ohne Probleme. Und die folgen mir auch. Das ist natürlich eine Sache, die ich eigentlich nicht möchte. Denn es fühlt sich so ein bisschen, als hätten wir die ganze Ebene einfach mal kurz übersprungen. Merkwürdig. Okay, diese Stelle wollte ich jetzt hier eigentlich gerade nicht zeigen, aber ich wollte eigentlich mit meinen Kollegen hier nach oben gehen, um die ganzen Sachen nochmal von vorne anzugehen mit den Switches. Das große Problem ist nur, als ich den allerletzten Kollegen, den Ritter, holen wollte, immer an dieser Stelle hier bleibt er stecken. Ich habe das jetzt dreimal versucht und der drückt sich immer in den Boden und wenn man versucht zu springen oder ähnliches, dann springt die Map, die Kamera und man sieht auch, die Beine sind mehr oder weniger im Erdboden drin. Ich kann auch nicht mehr die Postkarte aufheben, die ich verloren habe. Das ist ein bisschen unfair. Das heißt also, wir werden wirklich hier einfach weitergehen müssen, denn ich komme diesen hier nicht weiter hoch. Jedes Mal, wenn ich es versuche, bleibt er hängen. Wenn wir schon bei lustigen Fehlern sind, hier haben wir den nächsten. Und zwar, ich habe einfach mal versucht, einen anderen Weg zu gehen. Und hier ist eine unsichtbare Mauer. Ich komme nicht durch. Tja, ich gehe mal wirklich davon aus, weil wir jetzt einfach schon mal kurz hier sind. Ich gehe aber mal kurz den Weg zurück. Hier sieht man wirklich, die sind auch weiterhin irgendwelche Schalter. Also ich gehe mal wirklich davon aus, dass je nachdem, welche Charaktere man nimmt, man wirklich andere Wege durch diese Höhle hier geht. Also es ist nicht nur einfach, dass die Level unterschiedlich generiert werden, je nachdem, mit welchen Leuten man schaut. Also man springt rein und auf einmal kriegt man anstelle von dem Ritter halt den Hillbilly oder sowas. Ich gehe mal wirklich davon aus, dass das irgendwie alles schon so seine Struktur hat. Und
Ja, dadurch, dass wir hier wirklich die Wahl haben oder die Möglichkeit uns auch genommen worden ist, dass wir das hier versuchen können, in jeglicher Hinsicht, es geht theoretisch hinzugehen und hier durchzugehen, aber das will ich mir nicht antun, gerade nachdem jetzt hier der Ritter der Buggy ist. Von daher werde ich jetzt meine Kollegen wieder dahin bringen, wo wir eigentlich nicht lang gelaufen wollten und gehen dann im Endeffekt dann doch da lang. Da es also nicht gegönnt wird, da durchzugehen. Oh, und hier auch nicht. Super. Kann sie durch? Ja, sie kommt theoretisch durch, also gehst du No mal. doubt you have realized by now that here in the cave, the rules of time and space are not exactly, well, set in stone, so to speak. But for the time traveler, time and space are mere playthings. Tools manipulated to pay back petty slights. So, prepare yourselves for a tale of revenge that spans a million years. And remember, even with the best of intentions, time travel can be unpredictable. And with the worst of intentions, well, I guess we're about to see. Oh, I'm sorry, I was just trying to scare you. Okay, also das ist scheinbar so gewollt. Verschlossene Tür ist definitiv auch nicht öffnenbar. Und scheinbar war auch das davor gewollt, denn wir hatten mehrmals diese Türen gesehen. Und jetzt, dank der Ansprache, gehe ich mal davon aus, dass das jetzt hier für Sie gedacht ist. Eine Zeitmaschine, aber befindet uns unten die Fusebox. Dementsprechend funktioniert sie nicht. Okay, wir gehen erstmal den Weg nach oben, einfach um zu wissen, ob da etwas Interessantes für uns ist. Ja, tatsächlich. Und zwar eine weitere Geschichte für unseren Ritter. Oh, Fake Hero arrives. Also hat er auch noch jemanden ersetzt, der von großer Wichtigkeit war. Denn er wird gut gefeiert. Okay, das scheint alles schon mal sehr, sehr interessant hier zu sein. Da kommt Suppe raus, aber so richtig? Vielleicht, ah, okay, vielleicht müssen wir das da drauf tun, damit die Suppe da nicht mehr reinläuft, aber was haben wir davon? Das ist die Frage. Okay, jetzt blubbert das nicht mehr runter. Was haben wir davon? Aktuell noch nichts. Aber ich würde sagen, wir lassen es trotzdem mal drauf. Weil wir es können. Nee, aktuell brauchen wir noch. Wir müssen nämlich die Fusebox da rausholen. Und dafür brauchen wir diese Erhöhung. Gut. Leg mal ganz kurz die Schaufel ab. Alle ab. Wunderbar. Und jetzt würde ich sagen, schieben wir das da wieder drauf. Damit was auch immer damit verhindert wird, verhindert wird. Kommt da nicht so durch. Deswegen zack. Okay, wenn wir die Fusebox nutzen, können wir die Zeitmaschine aktivieren. Was dann, was auch immer zur Folge haben wird. Also im Endeffekt, dass wir die Zeitmaschine nutzen können. Wir müssen also erstmal da runterkommen. Heißt, wir folgen dieser Straße hier. Das ist definitiv sehr, sehr interessant, denn wir wissen nicht so richtig, was uns bei dieser Zeitreise erwarten wird. Okay, das Ding ist an. Gehen wir noch weiter und gucken uns um oder springen wir gleich in die Zeitmaschine? Ich denke, wenn wir hier wirklich anfangen, auf einmal durch die Zeit zu springen, wäre es gar nicht mal so doof, sich erstmal alles anzugucken. Weil sonst fallen einem die Unterschiede vielleicht nicht auf. Stein. Können wir Stein weg? Ja, aber ich vermute, der rollt dann automatisch wieder zurück. Ja. Okay, wir wissen aber, so wie die Steine darunter farblich gehalten worden sind, werden sie irgendwann verschwinden. Und dann fällt das Ding da rein und wir werden dann vermutlich irgendwas daraus beziehen. Aber jetzt erstmal nutzen wir die Zeitmaschine. Behold, science! Indeed. Und es sieht alles ein bisschen anders aus. Wir kommen hier nicht mehr weiter. Und wir haben. Oh, it's you. I thought we fired you. Still sorry about getting passed over for greatest employee of all time.
I'm sure you saw my commemorative photo on the way in. Don't feel bad. My family has been working here for generations. I take that back. Do feel bad. Okay, der well, personality must not be a big hiring point here. Ja, er sagt's. Also Popelheine hier ist bester aller Zeiten geworden und wir wurden scheinbar übergangen. Jedenfalls sehr interessante Art und Weise. Okay. Was mir so ein bisschen Gedanken macht. Wir können jederzeit zurück in die Vergangenheit gehen. Das ist interessant. Die Sache ist nur, aktuell können wir mit der Vergangenheit nicht anrichten. Wir sehen, wir haben hier 3 Slots. Das könnten wir also nutzen, um die beiden mitzunehmen. Wir müssen sie nur erstmal an diesem komischen Steinding vorbeibekommen. Und ich habe keine Ahnung wie. Okay, hier können wir schon beim Mortal Kombat spielen. Aber nicht aktuell. Alles klar. Die Arcade-Maschine muss erstmal so bleiben, wie sie ist. Und, ui, das ist das Ding von... Oh, habt ihr das gesehen? Machen wir mal ganz kurz. Sehr, sehr interessant. Die beiden stehen hier. Und wenn wir hier hingehen, sehen wir da 2 Skelette. Und die Frage ist... Jetzt dadurch, dass das hier trocken geworden ist, ist interessanterweise auch unten das Teil weg. Was passiert, wenn wir das jetzt theoretisch verschieben? Und zurückgehen. Komplett nix. Weil das Ding wieder hier ist. Interessant. Keine Ahnung, was mir das sagen möchte, aber es ist durchaus interessant. Okay, die beiden Kollegen sind da theoretisch immer noch tot am Boden. Okay, wir können hier erstmal nichts machen. Wir müssen also irgendwas hinbekommen, damit die da durchkommen. Aber ich habe kein... Got my own hover parking spot. Came with getting greatest employee of all time. Ja, also der wird definitiv nicht die Fresse halten. Und wir werden scheinbar von seinen hässlichen Fratzengesicht da... begleitet, aber erstmal hier. This exhibit features the ancient combustion engine, or as it was commonly known at the time, the Dino Hibernator. In the early 21st century, humans used these primitive engines to power everything from toothbrushes to toasters, even elevators. Ancient man's addictions to toast and teeth brushing quickly exhausted the world's oil supply. Once the precious substance was finally depleted, ancient man was forced to find more advanced sources of power. Research that led directly to the modern hover boot design. It also set the stage for the bad oral hygiene fashion craze we still see to this day. Wunderbar. Toaster und Zahnbürsten haben uns also hier zugebracht und jetzt putzen sich keine mehr Leute die Zähne. Super. Hier können wir theoretisch Sachen schon mal reinschmeißen und benutzen. Aber dafür fehlen uns so ein kleines bisschen die Sachen dafür. So. Hier erstmal nach unten. Okay, wir sind jetzt hier an der Stelle, wo theoretisch man den Boulder sah. Although no actual Rangfusts have ever been uncovered, top archaeologists believe they were commonly used as some kind of head accessory from the 1940s to the late 2100s. They came in several styles and colors to project the mood of the wearer. Upon entering a social setting, each person would assess the crowd by the types of rangfusts they were wearing. It is thought that World War I was started when Sir Winston wore a particularly inappropriate rangfust at a cocktail party with the American President Franklin D. Bon Jovi. Ja, also da hat man gut in der Vergangenheit gegraben und gesucht und das ist davon übergeblieben. Gizmo, fuzzy stuff, pointy things... Watcha who's it und Singa Magic. Und das ist scheinbar derjenige, der dafür verantwortlich war. Vielen Dank dafür. Zumindest in der Zukunft. Ja, weiterhin. No touching the exhibits.
Okay, also Schlüssel krapschen ist nicht. Und wir haben sehr interessante Dekorationen. Und zwar denkt man, dass Schlüssel halt so ein bisschen anders sind, wertvoll und für in der Nase tragen oder am Ohr. Oder zum Haare kämmen. Komische Zukunft. Besonderweise leben wir halt immer noch in Höhlen. Aber so Teile davon wurden halt so ein bisschen modernisiert. Oh, wieder was zum Ritter. Jo, also. Großer Held erwartet. Großer Held flüchtet, nachdem er dann doch bemerkt, ja, es läuft nicht ganz für ihn. Seine Fähigkeiten, die nicht mehr vorhanden sind, weil er nicht mehr der Echte ist. Zumindest da. Ufo. Hey Kids, smell like a real live dinosaur with our newest interactive exhibit experience. Dinosaurs existed over 10,000 years ago, when they roamed the world's highest mountain peaks in search of fruits and berries. Dinosaurs were social animals that lived in groups governed by a rigid organizational structure. An alpha dinosaur was the lord of his tribe, leading foraging trips and assigning tasks. Fun fact, dinosaurs required no sleep and had to keep in nearly constant motion to survive. Much like the Amazon forest-dwelling penguin. Now you smell like a stinky old dinosaur. Isn't that great? Wuppdi-doo. Was haben wir davon? Wir werden das vermutlich brauchen, sonst wäre es nicht hier. Aber so richtig kann ich es noch nicht sagen. Aber was wir umsonst bekommen können, nehmen wir ruhig mit. Einfach runterhopsen. Warum sollte man das so? Ich denke, hier unten haben wir alles. Jetzt können wir nochmal nach oben gehen. Den Schlüssel werden wir vermutlich noch irgendwann grapschen müssen. Wir wissen halt nur nicht... Oh, wir können uns übrigens noch für die Schlüssel was an. Archaeologists have yet to determine the original use of the Smurg. Thousands of these strange artifacts have been recovered at ancient dig sites around the world. People living in long gone eras often carried several in their pockets at all times. Leading some experts to attribute to the Smurg a religious or mythological significance. Other historians dismiss this reasoning, claiming a more mundane use by teenage boys to twirl and braid their hair. We may never know the true use of the Smurg. What do you think it did? Ich muss echt zugeben, ich finde die Idee sehr, sehr cool, dass man halt nicht wirklich weiß, nicht mehr wirklich viele Aufzeichnungen von der Vergangenheit hat, aber halt Sachen findet und halt versucht, die logisch zu erklären, auch wenn es im Endeffekt nicht ganz funktioniert. Was auch nicht funktioniert, ist dieser Knopf. Was das Ganze... Me and the other greatest employees of all time are all grabbing drinks at the Wizard's Lair later. Wait, there are no other greatest employees of all time. More for me. Dafür riechst du nicht so toll wie ich. Ich riech nach Dinosaurier. Okay, ich glaube, wir waren hier noch nicht. Nope. Und wir gehen aber wieder zurück. Ja, okay, das ist alles schön und gut. Die Frage ist jetzt natürlich, ist irgendwas passiert, was wir hier gemacht haben jetzt? Das eventuell die Vergangenheit. Don't touch any of the exhibits. Ja, ich habe meine Lektion da gelernt. Gut, jetzt gehen wir mal wieder zurück. Ah, prehistory. My formative years. What? Wo sind denn wir jetzt gelandet? Sind wir ja komplett woanders. Okay. Interessanterweise hören wir immer noch Kanalisationsgeräusche. Aber scheinbar... doch extrem so weit jetzt gereist. So, ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt hier hingehen müssen und verhindern müssen, dass dieses Zeug da wächst. Hier, genau. Ah ja, okay, wenn wir das jetzt dahin schieben,
dann dürfte da halt das Wasser nicht runtertropfen, was sich dann da unten zu Sachen formt, also diesen Steinspitzteilen. So, jetzt ist das weg. Die Frage ist ja jetzt, was wir machen müssen. Müssen wir jetzt hingehen und zurück in die Vergangenheit springen mit den anderen beiden? Oder jetzt müssen wir in die Zukunft. Ja, jetzt müssen wir... Ja! Jetzt sind sie weg. Wunderbar. Wir haben unser erstes kleine Rätsel gelöst. Gut, ich werde euch aber erstmal noch nicht irgendwo hinschicken. Sondern wir gucken uns jetzt hier erstmal um. Ich denke, wir werden irgendwann alle drei in irgendeiner dieser Dimensionen brauchen, um irgendwelchen Schabernack treiben zu dürfen. Ich gehe davon aus, dass wir hier... Warum bist du hier? Du hast eigentlich hier nichts zu suchen. So, das ist natürlich interessant. Irgendwann werden wir vermutlich irgendwas mit Schlüsseln, mit Eimern, mit dem Motor vermutlich und... Das war das vierte. Das sind vier Sachen, die auf dem Monitor angezeigt werden, bevor wir die Hackfresse sehen. Also, wir werden definitiv irgendwas damit machen müssen, um Sachen zu ändern. Und ich erwarte hier irgendwann noch einen Dino. Wenn wir so in dieser Zeit hier rumhüpfen. Ja, Dinosaurier, klar. Ah, ist nicht hier, gut. Okay, also wir sehen im Endeffekt die komplette Familie von komische Schweinsnase hier. Und da ist jemand doch ein wenig sauer, dass der Kollege halt so erfolgreich ist. Okay, wir sind hier wieder an der Stelle. Wir gucken erstmal ganz kurz noch hier. Why not Thog make wheel work? Thog need more shape for wheel. Critic not understand Thog work. Thog want wheel roll. Why not Thog make wheel work? Okay, wir haben also vermutlich einen der ersten aus seiner Generation jetzt gefunden. Nope, den werde ich gar nicht erst versuchen. Wir wissen, wie das endet. Okay, also warum sollten wir dem Kollegen helfen? Wir müssen dem Kollegen helfen, der will halt... im Endeffekt halt den Reifen erfinden. Und wir wissen zumindest, dass wir in der Gegenwart... Oh, ich vermute, das ist irgendwie der Witz, dass wir in der Gegenwart diesen... diesen Felsen zu ihm da bringen. Oder zumindest wo die gleiche Stelle ist. Oho, interessant. Die Sache ist, was bringt uns das jetzt hier? Weil ich kann den ja nicht aufhalten. Das heißt also, wir müssen irgendwann hingehen... und irgendetwas nutzen. Ich vermute, so müssen wir uns hinstellen. Das blockieren. Und... wir gehen einfach mal hin. Und gucken, was jetzt passieren würde. Also das ist ein sehr, sehr umfangreiches Level. Das gefällt mir eigentlich schon fast besser als die ersten beiden, obwohl halt... sagen wir mal so, also der vom Ritter hat mir... Oh, da sehen wir schon wieder einen unserer Kollegen hier. Die Sache ist, was passiert, wenn ich den jetzt hier auch wegschiebe. Und Future Girl, jetzt ist das Ding wieder hier. Ich hätte es vielleicht von einer anderen Richtung machen sollen, wenn ich das so richtig machen will. Aber wir wissen ja, in der Zukunft ist das dort nicht. Dort ist ja dieses Ausstellungsstück von dem Eimer. Oh, wir werden da automatisch wieder zurückgedrückt. Also, das ist nicht so richtig das, was wir machen müssen. Aber wir wissen halt, wir müssen vermutlich irgendwann das Ding hier auffüllen. Interessant. Waren wir hier unten? Ja, hier unten waren wir. Hm. Das ist alles sehr, sehr cool. Also hier werden wir einiges zu tun haben. Hier ist theoretisch die Rezeption. Waren wir hier unten? Ja, aber auch hier ist weiterhin nichts außer halt da an der Wand. Aber das ist noch nicht von großem Interesse für uns. Hm.
gehe mal von aus, dass es früher oder später halt interessant wird, aber aktuell ist es das noch nicht. Okay. Die Sache ist jetzt, wir sind hier. Das ist die Gegenwart. Ich würde sagen, du bleibst in der Gegenwart. Du gehst in die Vergangenheit und einfach aus Logikgründen gehst du in die Zukunft. Die Frage ist natürlich, was wollen wir erreichen? Wir müssen hier den Fahrstuhl in Gang bekommen. Das Problem ist, dass wir, vermutlich auch diese Maschine hier oben war, ansonsten nur noch genau das Teil. Das hatten wir aufgekriegt, also haben wir das gelöst, hier brauchen wir bis auf für die Maschinen nicht mehr hingehen. Wir müssen also irgendwie schaffen. Get my own hover parking spot. Jojo. Aim with getting greatest employee of all time. So, wir wissen, dass im Endeffekt Fahrstühle, Computer, Toaster, Zahnbürsten irgendwie genutzt worden sind, um dann halt später das hier zu erstellen, genau, weil halt kein Öl mehr vorhanden war. Heißt, wir brauchen vermutlich Öl, um gleichzeitig auch diesen Aufzug benutzen zu können? Fragezeichen? Oder müssen wir das irgendwie anders aktivieren? Eimer, Schlüssel, Hut. Und der Motor war es. Okay, der Dinosaurier hat nichts zu sagen gehabt. Aber, oh, wir müssen vermutlich hingehen und mit dem Dinosaurier-Schnupperstoff da voll sprühen lassen und damit dann in die Vergangenheit reisen. Und dann können wir vermutlich irgendwas mit dem Dino anfangen, der da unten schläft. Das ist zumindest die Überlegung. Die Sache ist nur, sie hat ihren Geruch mittlerweile wieder verloren. Okay, aber eine Sache werde ich jetzt einfach mal ganz kurz machen, weil es mich interessiert, was passiert, wenn ich mit ihm jetzt hier hingehe. Remember, hands off the exhibits. Okay, also es ist mehr oder weniger egal, dass hier einer in der Ritterrüstung rumrennt. I heard voting on the GEOAT committee was unanimous. FYI, that stands for greatest employee of all time. I won, by the way. Ja, du hast gewonnen. Du bist super. Also ich glaube, das wird alles noch sehr, sehr lustig. Okay, ich gucke mich aber mal ganz kurz mit ihm um. Ja, hier wieder ein Kollege tot. Okay. Wir müssen das hier voll bekommen. Weil, also hier ist der Raum, wenn wir... Ah, du bist jetzt gerade nicht hier. Aber hier würde es im Endeffekt runterlaufen. Wenn wir es schaffen, das Ding da wegzuschieben, aber dann das passiert ja auch nichts. Wir haben ja bei beiden, also hier, wo der Stein ist, und in der Vergangenheit bei den Dinosauriern, wo da die Suppe runterläuft, haben wir den ja beide weggeschoben. Immer wieder bin ich vor und zurück. Das Einzige, was man machen könnte, ist im Endeffekt hingehen, das hier wegmachen mit dem Ritter, das wegmachen und dann halt in die Zukunft gehen, also nicht in die anderen beiden. Das müssen wir halt mal probieren. I heard voting on the GEOAT committee was unanimous. Ja. Das brauche ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht noch 100 weitere Male anhören. Okay, dann gucken wir mal. So, wir wollen dann wieder in die Zukunft, hieß es. Die beiden Steine sind weg. Ich vermute, das ist der Witz. Dadurch, dass er jetzt hier steht, wäre er zwar irgendwann tot, weil er halt zu Tode da geblockt hätte. Und dann wäre halt in der Gegenwart keiner mehr gewesen. Dementsprechend haben wir jetzt hier die beiden. Jetzt gehen wir in die Zukunft. Und das müsste dann irgendwie logisch heißen, dass auf einmal das hier... Nope. Seht, hier sind jetzt zwei Gräber. Aber im Endeffekt bringt mir das noch nichts. Also hier muss ich irgendwas vermutlich hinstellen. Auch wenn ich noch nicht weiß, wie. Denn wir können nicht wirklich was heben. Also das ist echt ein Problem. Wir können halt... Es ist echt gar nicht mal so einfach, denn wir müssen irgendwann halt zu ihm hier. Ja.
ist eigentlich relativ offensichtlich, dass wir das Ding einfach nach unten bumsen lassen müssen, denn wir haben keine andere Wahl. Gehe ich jetzt einfach mal von aus. Okay, wenn wir das jetzt nach unten werfen, kannst du einfach folgen. Und natürlich kannst du nicht folgen, um zu sterben. Und wir können es auch einfach nicht runterwerfen. Oh, ahead of his time. Bisschen, ja. Okay, also wenn wir das hier wirklich runterfallen lassen, geht's einfach kaputt. Die Sache ist jetzt zum Beispiel, was passiert, wenn wir jetzt mit zwei Leuten hier hingehen? Am besten gucken wir aber mal ganz simpel. Was passiert, wenn wir diesen Dino anlocken? Denn ich vermute mal, dass wir den Dino hier rauslocken müssen. Dann stellt er sich zum Beispiel hier hin, macht und wir lassen von oben was runterfallen. Das ist ihm mehr oder weniger Wurst. Also... das wird sehr interessant werden, muss ich ganz ehrlich sagen. Der Teil ist auch schon fast wieder vorbei. Wir müssen... die Sache ist jetzt im Endeffekt, wir müssen gucken, was wir machen müssen und wo der Einstiegspunkt im Endeffekt ist. Wir sind jetzt alle hier auf derselben Stelle. Hier zum Beispiel sieht man, hier können wir nicht runter. Die anderen schon. Das macht das alles sehr interessant. Man sieht auch, da unten ist was offen. Die Frage ist nur, müssen wir da hin? Wir können ja aktuell nicht hier hin. Wir sehen ja wirklich, hier ist so ein bisschen die Sache erhöht. Wo hier im Endeffekt die Schlüsselausstellung ist. Wir müssen irgendwie an die Schlüssel ran. Die Frage ist halt nur, wie? Ohne halt von dem Laser zerlegt zu werden. Es gibt sehr, sehr viele Baustellen. Wir müssen wirklich mal den Einstiegspunkt finden. Das ist meistens bei Rätseln, dass mehrere Sachen auf einmal sind. Man muss einfach den Ursprung der Kette finden. So, jetzt gucken wir mal hier. Hier wurde im Endeffekt das Rad versucht zu erfinden. Und da war der Kollege, der draufgegangen ist jetzt hier. So, hier unten wäre im Endeffekt der Dinosaurier. Okay. Was bringt uns das? Wir müssen vermutlich im Endeffekt den Dinosaurier wegbekommen. Wenn wir den Dinosaurier wegbekommen würden, würde das hier nicht da sein, weil sie keinen Nachweis von Dinosauriern haben. Was bringt uns das? Das ist die gute Frage, die wir hoffentlich beim nächsten Mal beantworten können. Ich verabschiede mich und bis dann.